Okay. So, wir sind on air. Herzlich willkommen zur Vorlesung Graphentechnik, Model-Driven Engineering. Wir sind im Wintersemester 21/22. Es ist die 8. Vorlesung. Ich bin total aktuell. Und wir sind fröhlich mit Teilgraphensuche beschäftigt. Ja, und wir machen heute da nicht viele fiese Mathematiken. Ich habe das gestern relativ weit vorbereitet. Wir gehen da relativ schnell nochmal rein. Ich habe ein paar Dinge umgebaut, ich habe ein paar Dinge noch ergänzt, aber im Wesentlichen sind die Dinge, die letztes Mal dabei waren, relativ gut noch. Wo ist denn hier Test Mission? Wunderbar. Ja, kann man sehen. Alles klar, keiner hört mir zu. Dario hat das Video nicht an. Und Lukas ist einfach aus dem Bild gerannt. Ah, hey, super. Okay. Wir hatten unseren fröhlichen Startgraph mit dem Wolf-Ziege-Kohlkopf-Beispiel. Und wir hatten im Prinzip so eine Schleife gebaut für eine Regel, in meinem Regelmenge, mach so ein Find Matches. Na, ich habe dann hier hinten auch schon Execution mit dran gebaut. Das gucken wir uns hoffentlich heute noch an. Vielleicht kommen wir nicht mehr so weit. Im Wesentlichen habe ich an dem Find Matches nochmal weitergearbeitet. Das hatten wir so zur Hälfte fertig letztes Mal. Und da kommen heute noch ein paar Sachen dazu. Damit da Sachen dazukommen, brauchen wir ein umfangreichereres Beispiel. Weswegen ich jetzt hier noch in mein Ruleset die EatRule aufgenommen habe. Die EatRule sagt, bla bla bla, ich habe einen Eater, Food und eine Bank. Und der Eater hat eine Likes-Kante zum Food. Und der Eater ist an der Bank und das Food ist an der Bank. Und dann kommt hier so ein unfassbares Filter Lambda. Im Wesentlichen ist, sag doch mal schnell. Na, ich brauche dich genau. Und dann brauchen wir den EatRule Left Hand Side. Zeig mir das doch mal im SVG. Großartig. Ja, wunderhübsch. Also, ne, ich habe irgendein Cargo, das oder irgendein Objekt, das liked irgendein anderes Objekt und das ist an der Bank. Das ist das Muster, nach dem ich suche. Das ist meine Left-Hand-Side. Und das reicht aber als Bedingung nicht aus, weil die Spielregeln sagen eigentlich, ich darf nur essen, wenn das Boot nicht da ist. Ja, also solange das Boot an meiner Bank ist, darf ich das hier nicht machen. Weswegen man jetzt eigentlich dieses Pattern um eine sogenannte Negative Application Condition ergänzen muss. Ihr erinnert euch aus dem Theorieteil, da gab es so Nux, wer weiß das noch? danke, Mario. Einer hört mir zu. Vitali hat sein Video noch nicht an. Was im Wesentlichen bedeutet, dass man hier nochmal so einen Teilgraph daneben malt und sagt, wenn ich für diesen Kerngraphen oder für die kernlinke Seite ein Match finde, dann darf ich diesen Match nicht erweitern können zu einem Match für den Gesamtgraph. Das habe ich gestern Abend versucht zu bauen. Das geht, ist aber unfassbares Gefummel. Und dann hatte ich irgendwie keinen Bock, das hier zu machen. Dann habe ich das wieder weggeworfen und habe deswegen gesagt, komm, lass uns so ein Filter Lambda machen. Und das erkläre ich jetzt gleich, wie das funktioniert. Im Wesentlichen ist die Begründung, ja, du kannst in diesen Negative Application Conditions beliebig viele Dinge ausdrücken. Tatsächlich, damit du alle möglichen Fallunterscheidungen ausdrücken kannst, brauchst du unter Umständen mehrere von diesen Nugs. Ne? Also es darf nicht das geben und es darf nicht das geben, dann brauchst du schon zwei von den Nugs. Das wird von verschiedenen Systemen auch unterstützt, aber ich glaube nicht von Groove, das weiß ich gar nicht genau. Das AGG und Henshin von den Marburgern, die machen das von der Gabi Tänzer. Und wenn wir das dann hätten, dann könnten wir immer noch nicht alle Dinge tun. Was wir nicht machen können im Augenblick ist, wir können Attribute nur auf Gleichheit überprüfen. Wir können Attribute nicht auf kleiner 100 prüfen. Ha. Scheiße. Also größer, kleiner, solche Dinge gehen nicht. Wenn wir das noch einbauen würden, dann kommt als nächstes irgendwelche komplexeren logischen Bedingungen mit und oder und papapap. Und dann hast du eine komplette Teilsprache für Aussagenlogik.
in deiner linken Regelseite, um komplizierte Attributbedingungen prüfen zu können. Das haben wir damals in Progress auch so gemacht. Henschen hat das auch so gemacht. Da wird oft dann gesagt, okay, und hier kannst du, aber am Schluss sagst du dann irgendwann, ey, ich habe keinen Bock auf diese Teilsprache. Hier schreibt das Zeug doch einfach in Java hin oder in einer Programmiersprache deiner Wahl. Und dann übergibt man ein Prädikat oder irgendwie einfach eine Funktion an, sag doch mal schnell, an dein Match-Table, wo man sagt, hier wende die Funktion auf alle Tupel an oder auf alle Zeilen, auf alle Matches. Und für jeden Match, der da True liefert, den behältst du und die, wo False rauskommt, die schmeißt du weg. Na? Und dann kannst du das in Java programmieren. Das ist im Wesentlichen die Idee hinter diesem Lambda. Das heißt, wir übergeben der Regel eine Filtermethode, Ausdruck, die habe ich jetzt mal hier idrule lambda no boot genannt. Na? Und die wenden wir dann halt irgendwann mal an. Na, und wir gucken uns jetzt erst an, wie ich die programmiert habe. Da habe ich tatsächlich verschiedene Techniken genutzt, um das zu bauen. Und boah, das nervt mich. Chaka. Ja. Ich habe verschiedene Techniken dazu gebraucht und habe das. Erkläre gleich, warum ich das bei dem Lambda für, wo passiert, das habe ich noch nicht fertig. Für, load cargo apply, also bin ich für den, wir machen nachher, wenn wir dann eine Regel tatsächlich ausführen wollen, geben einfach ein zweites Lambda mit, das dann die Graph-Umbau-Operationen macht, weil das flexibler ist, als wenn wir es in linke Regelseite, rechte Regelseite ausdrücken, und einfacher. Ja, das ist einfach für unsere Implementierung leichter. Und tut nicht so viel zur Sache. Okay. Idrule no lambda. Ich tue das mal hier hin, dann haben wir das hier ein bisschen größer. Ach, mach den noch mal weg. So, das ist diese Lambda-Bedingung für. Passt das auf eine Seite? Also ganz gerade. Warum ist das so kompliziert? Mach das doch mal kleiner. Tacker. Tacker. So, jetzt passt es auf eine Seite. Ja, wunderhübsch. Idrule Lambda. Ich habe unfassbar viel rumprobiert. Was sind die richtigen Parameter, die man da übergeben will oder muss? Und habe jetzt übergeben die Rule, die ich da möchte. Das brauche ich, weil ich mir die linke Regelseite angucken muss, um zu gucken, wie heißen die Knoten, nach denen gesucht wird. Weil ich anschließend dann in der Match-Tabelle, die kriege ich hier als zweiten Parameter, sagen muss, okay, ich brauche die Spalte. Na? Und ich kann in der Match-Tabelle vorher nicht genau wissen, welcher Knoten meiner linken Regelseite wo, an welcher Position, welcher Spalte in der Match-Tabelle drin ist, weil unsere Teilgraphen-Suchoptimierung, die macht ja am Anfang so ein, oh, such mir doch mal einen schönen Startknoten und jetzt machen wir so expands. Und das weiß ich einfach vorher nicht. In welcher Reihenfolge der die Knoten in diese Match-Tabelle überträgt oder in welchen Spalten er die da einträgt. Deswegen muss ich die Match-Tabelle fragen. Und damit ich ihn fragen kann, brauche ich den Knoten der linken Regelseite, wo ich dann den ToString drauf mache, dann kriege ich so einen Text raus, der die Tabellenüberschrift ist und der CalmName ist. Das ist im Großen und Ganzen der Punkt, den man machen möchte. So, ich habe jetzt hier diese Rule Lambda so geschrieben, dass ich die komplette Match-Tabelle übergebe. Das wollte ich eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich eine einzelne Zeile, einen einzelnen Match übergeben und das Ding sollte True-False zurückliefern, ob das ein gültiger Match ist oder nicht. Wenn ich dem nur eine Row übergebe, das ist halt so eine ArrayList, dann muss ich jetzt wieder wissen, ne, welcher Eintrag in dieser ArrayList hat welche Bedeutung. Das heißt, ich brauche zusätzlich die Column Names. Da habe ich gesagt, ja, dann übergebe ich drei Parameter. Die Regel, die Column Names und die aktuelle Row. Ja, und dann kann ich das alles ausrechnen. Ja, kann man so machen. Das wäre auch klug und habe ich auch tatsächlich hinterher bei Cargo Apply so ungefähr gemacht, wobei da brauche ich sogar noch einen vierten Parameter. Aber
Aber, ne, jetzt kommt der Trick oder wie will ich das denn so tun? Wo war das mit diesem? Diese Regel möchte ich als Lambda-Ausdruck hinterher an diese Rule übergeben. Ja, dafür benutze ich dieses Set-Filter-Lambda. Das ist eine Methode, die ihr auch bauen wollt oder müsst. Und die braucht jetzt irgendwie einen Parametertyp. Ne? Und dieser Parametertyp, da hatte ich keinen Bock, einen eigenen zu bauen. Ne? Weswegen ich einen vordefinierten nehme, nämlich einen B-Consumer. Das ist eine Klasse, eigentlich ein Functional Interface. Hier dieses Functional Interface ist unfassbar wichtig. B-Consumer, die kriegt zwei generische Parameter und hat eine Accept-Methode, die man überschreiben muss. Die kriegt einen Parameter T und U. Das sind die beiden Values, die das Ding verarbeiten muss und ist vom Rückgabetyp Void wichtig. So, B-Consumer ist eine Klasse aus Java Util. Na? Java Util Function, um es ganz genau zu nennen. Das heißt, die muss ich nicht selber schreiben. Wenn ich irgendwas möchte, das drei Parameter brauche, bräuchte ich so einen Tri-Consumer. Ja, den gibt es nicht in diesem Java Util Function. Na? Und an dieser Stelle schlägt Uncle Bob zu, Clean Code, der gesagt hat, drei Parameter sind böse. Na? Und dann haben die über Java Util gesagt, brauchen wir das ja nicht implementieren. Andi sagt, Bob, erst vier Parameter sind böse, drei hätten sie noch machen müssen, haben sie aber nicht gemacht. Ne? Das könnte ich jetzt selber machen, habe ich aber keinen Bock zu. Habe ich ein bisschen nachgedacht und gesagt, ach komm, scheiß drauf. Wir nutzen das als didaktische Lernchance und machen uns das Leben einfach an dieser Stelle einfach. Will sagen, weil es keinen Tree-Consumer gab, habe ich einfach gesagt, naja, dann übergebe ich die komplette Match-Tabelle. Ne? Das hat den Nachteil, dass ich jetzt diesen Mechanismus laufe durch alle Matches und übernehme die Matches, die gut sind, in eine Result-Table und ersetze nachher die Original-Table durch die Result-Table. Was wir in anderen Filteroperationen die ganze Zeit immer schon gemacht haben, dass ich das jetzt hier in diesem Lambda machen muss. Das heißt, da ist eigentlich so Boilerplate-Code, dieser Loop hier und hier dieses Who und über hier Result-Table, Add No. Das sind Sachen, die könnte man gut eigentlich in Basisfunktionalität auslagern und den Lambda dadurch theoretisch leichter machen. Habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, habe mit der Möglichkeit gespielt und habe gesagt, ah, wenn du das jetzt tatsächlich so machst, dass du das auslagerst, dann ist da geheimer, wo du in irgendwelcher Ausführungsbibliothek. Und du musst diesen Lambda bauen und wissen, wie dieser Rahmen funktioniert, der das macht. Vielleicht ist es leichter nachvollziehbar, wie das Ganze funktioniert, wenn du es direkt in 1 machst. Und außerdem brauche ich dann keinen Tree-Consumer programmieren. Und habe ich gedacht, okay, dann lassen wir es einfach so. Vielleicht nochmal, wenn das ein Functional Interface ist, dann kann man diesen Lambda-Ausdruck mit diesem sys-Doppelpunkt-Doppelpunkt-Methodenname da als Parameter übergeben. Na, wenn das kein Functional Interface ist, dann geht das nicht. Na, dann muss man da einen Inner Class machen und Methoden überschreiben und sowas. Ne? Also diese Lambda-Sachen funktionieren dann nicht so schön. Okay. So. Also, wie funktioniert jetzt dieses Eat-Rule Lambda No Boat? Na, also die Eat-Rule darf nur funktionieren, wenn kein Boot an dem aktuellen Ufer ist. Für das ich jetzt, wo die beiden Cargos sind, die sich gegenseitig mögen. Ne? Also hier war ja die Regel, ich habe zwei Dinger, die sich mögen und die sind an derselben Bank. Ne? Und jetzt möchte ich gerne haben, dann darf aber an dieser Bank, an der Nummer 9, kein Boot sein. Und hier ist, das ist eine Left-Hand-Side nochmal, das ist eine Regelseite oder ein Suchmuster. Das wir haben, das ist nicht im Arbeitsgrafen. Ja, wir müssen dann immer noch aufpassen, dass wir im richtigen Graphen bleiben, damit das Ganze richtig funktioniert. Okay. Cool. So, wie mache ich das? Ich nehme die Rule, frage die Left-Hand-Side. Wir könnten das debuggen. Ist das klug?
Oh, das Liebang? Ja, das, ja, weiß nicht. Gucken wir gleich. Machen wir gleich. Ist nicht so kompliziert, dann laufen wir da einfach drauf. Und irgendwie habe ich aber was geändert, müssen wir es nochmal speichern. Aha. So, wir fragen die Regel. Gib mir mal deine linke Regelseite. Gib mir mal alle Knoten. Gib mir mal den Knoten Nummer 2. Hä, warum denn der Knoten Nummer 2? Da gucke ich in meine linke Regelseite rein. Und sage, okay, die sind ja hier durchnummeriert in der Reihenfolge, wie ich sie der linken Regelseite durchgezogen habe. Das heißt, im Node-Set, also diesen 7 da, ist die laufende Nummer für alle A-Nodes, die ich je in meiner Applikation erzeugt habe. Ne? Da waren irgendwie 6 Stück in meinem Startgraph und das ist jetzt hier der 7. Und wenn ich in meinem Startgraph mehr Knoten hätte, hätte ich hier eine andere Nummer. Wichtige Information, muss ich höllisch aufpassen. Aber in meiner Regel sind die Knoten eingefügt worden in der Reihenfolge, wie sie hier nummeriert sind. Das heißt, das ist der erste Eintrag in meinem Node-Set. Das heißt, der mit der Nummer 0. Das ist der mit dem Index 1. Und die Bank, nach der ich jetzt hier gerade suche, hat den Index 2. Ne, wenn ich den Aufbau meiner linken Graphversetzungsregel, linken Regelseite ändere, dann ändern sich hier die Nummern, da muss ich aufpassen. Ne, dann geht der Kram nicht mehr. Schön habe ich es nicht hingekriegt. Ich hätte jetzt noch den Knoten irgendwie übergeben können sollen, aber es ist dann nicht einheitlich für alle Regeln, weil ich nicht genau weiß und paar, welche in meinem Lambda haben möchte und ich will nicht alle übergeben. Das ist noch nicht richtig schön, aber für den Zweck dieser Vorlesung reicht es. Ne? Also ich muss mir die linke Regelseite angucken, dann hier diese Nummer angucken, so eine Magic Number, und dann kriege ich raus, das ist der Bank. Knoten in meiner linken Regelseite. Adrian hat eine Frage, dann frag doch. Ja. Ja. Genau. Ja, das Match-Constraint, was wir in Flip Tables haben, macht das Gleiche. Und genau so mache ich es jetzt hier eigentlich auch. Also ich könnte es einfach Match-Constraint nennen. Das ist der Sinn und Zweck. Ja, und ich habe das hier so ein bisschen anders zugeschnitten. Das liegt daran, dass wir dem Match-Table so eine Hash-Map übergeben. Na? Das habe ich hier aber nicht. Und dann müsste ich Column-Names und die Row übergeben. Ja, und dann habe ich drei Parameter und da bräuchte ich ein anderes Signatur für diesen Lambda-Ausdruck. Da brauche ich einen Tree-Consumer, den habe ich nicht. Und deswegen habe ich das hier so gemacht. Das ist das gleiche. Ja, das ist das gleiche Konstrukt, um das es hier geht. Genau. Ne? Und ja, wir hätten das komfortabler haben können, wenn wir Hash-Maps benutzen oder Maps benutzen würden. Wobei wir irgendwann am Anfang mal gesagt haben, das machen wir jetzt mal aus Effizienzgründen nicht, ne? Aus Speicherplatzgründen nicht. Darius schuld, oder? Ich glaube, nee, der blame ich immer nur. Ich habe aber eigentlich ganz am Anfang, das war ich, gesagt, wir machen das mal mit einer ArrayList. Und dadurch sind jetzt so ein paar Sachen ein bisschen komplizierter geworden. Ne, aber im Großen und Ganzen ist es das Gleiche. Naja. Ja, die werden dann nur unsere Flyer erstellen. Könnte man hier auch machen, hatte ich. Na, irgendwie, es war gestern Abend um 9 Uhr, da habe ich gedacht, scheiß drauf, komm, wir machen das jetzt so. So, wir machen das jetzt mal so. Was macht er hier? Der fragt die Match-Table nach der Column oder dem Index der Column für diese Bank. Ne? Und das müsste bei uns, keine Ahnung, das wissen wir einfach noch nicht. Da müssten wir uns die Match-Tabelle mal angucken. Jetzt sind wir am richtigen Moment. Dann lass uns doch tatsächlich da mal vornwärts reingüten. Eigentlich sind wir hier an dieser Stelle Find Matches. F5. Genau. Ne, und da ist jetzt in R. Chaka, chaka, chaka. Gott, ist das kompliziert.
ist schon die Eat-Rule drin. Ich habe den Regeln noch einen Namen gegeben. Hier, so ein Set Name. Einfach nur, damit das beim ToString dann richtig rauskommt. Ne? Also ich habe den Regeln ein Set Name gegeben, müsst ihr auch machen. Und dann anschließend hier im ToString, das habe ich einfach neu gebaut, sagt, das ist die Regel mit dem Namen. Ne? Damit man im Debugger das schöner sieht. Ne? Damit ich hier sehen kann, ah, das ist die Regel Eat-Rule. Ne? Sonst kriegt man da nur dieses Klammer A für 46, das wird man ja irre. Okay, wichtig. Euer Code sollte teamfähig sein. Teamfähig ist das neue Wording, das ich jetzt seit diesem Jahr benutze. Das bedeutet, das muss beim Debuggen muss das gut lesbar sein, damit der nächste Kollege, der sich da reinfuchsen muss, damit klarkommt. Jetzt ein Grund dafür, verrückt. Bis jetzt war es nur Faulheit, dass ich das so gemacht habe. Okay. Thread Main, wo sind wir hier? Bei Test Mission. Wenn ich da jetzt reingehe, Chaka, dann macht er ja im Prinzip hier so eine Schleife, wo er sich zusammenbastelt, wie er das Ganze suchen möchte. Ne? Und dann war insbesondere ein erster Schritt, den er da machte, Choose First Node. F10, F10, yeah. Dann tut er das da dazu und Table Nodes und Table Nodes und bla. Gibt er das nicht irgendwann mal aus? Habe ich das nicht mal gebaut, dass er das ausgibt? Nee, tut er nicht. Naja, na gut. So, jetzt hat er im Prinzip einen Max-Node, das ist die Bank. Er sagt, ich fange mit der Bank an zu suchen. Na? Und wir sind immer noch in der Eat-Rule und das ist hier dieser 9er-Bank-Knödel, offensichtlich. Wunderhübsch, ne? Ich glaube, ich habe bei dem A-Node, das ToString für A-Node hatten wir schon gebaut letztens mal. Na, dann ist klar, woher der Text kommt. Okay, wir fangen offensichtlich an, mit der Bank zu suchen, weil über die Bank wissen wir am meisten. Ne? Da hängen zwei Knoten dran, das ist bei den anderen beiden auch so. Aber da hängt auch noch ein Label dran, das haben die anderen beiden nicht. Das heißt, über den wissen wir drei Sachen. Oder da haben wir drei einschränkende Properties. Und dementsprechend fangen wir hier an zu suchen. Hey, das funktioniert so, wie ich mir das vorgestellt habe. Großartig. Dann macht er so ein Filter-Address, wo er jetzt im Prinzip dieses Label prüft. Und ich gehe da mal durch. Und ich habe in das Filter-Address an irgendeiner Stelle, ich weiß nicht, ob wir das letztes Mal schon hatten, so ein System-Out-Print-Line eingebaut, damit man das liest. Und ich habe in dieses System-Out-Print-Line noch eingebaut und gib bitte den Namen der Regel mit aus, weil ich habe jetzt zwei Regeln am Start, ich komme sonst völlig durcheinander. Na, und das habe ich gemacht in dem Match-Table, Match-Table, Match-Table. Und da ToString, verrückt. Und da habe ich jetzt im Prinzip einfach nur noch hier diese Zeile dazugefügt. Rule Name, Append und Fair. Ja. Rule Name? Wie kommt der Rule Name in die Match-Table? Der war da früher nicht drin, das habe ich hinzugefügt. Die Match-Table hat jetzt ein Rule Name, damit ich das einfach auf Debugging gründen, damit ich das ausgeben kann. Mir, du bist jetzt gerade eingefroren, du guckst richtig böse. Ja, ich habe das zweite Mal gerade abgespielt. Ich habe keinen Bock. Eieieiei. Du kannst das Bild nicht so lassen. Ja, Alter. ich schon. Ich habe Angst. Okay. Ne, ich habe das Rule Name da noch eingebaut und ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich heute in der Erklärung alle Stellen, wo ich irgendwie gestern Abend was rumgefummelt habe, erwische, damit ihr das nachbauen könnt. Und damit ihr, wenn ich das irgendwo vergessen habe, fragt das im Discord nach. Ich versuche darauf zu reagieren. Ne, gut. Und so, wie kommt der Wert da rein? Chaka, chaka, chaka. Als wir die Match-Table erzeugt haben, habe ich hier noch so ein Set Rule Name gemacht. Ne, und der Rule Name selber, den hat jetzt, da sind wir in Rule, den hat die bekommen, als die Regel erzeugt wurde. Verrückt. Glaubt ihr nicht? Das war hier oben. Chaka, da Set Name, Cargo Rule und Set Name, Eat Rule. Ah, verrückt. Und die liefern natürlich this zurück, diese Dinger, wie man sich das so vorstellt.
damit man die chainen kann. Okay, und jetzt sind wir wieder hier. Nein, wir sind hier. Jetzt haben wir Filter-Address gemacht, ne, und das Filter-Address sagt dann halt, hey, ich habe jetzt tatsächlich eine Attributfilterung vorgenommen und dann und nur dann, jetzt nichts durcheinander gehen, Filter-Address macht ja im Prinzip für den aktuellen Knoten, gibt mir die, ich habe das umbenannt, das stand irgendwie Properties. Get Properties. Das hat mir jetzt so auf den Sack gegangen, ich habe das jetzt Get Attrilist genannt, weil das Attribut Attrilist hängt mit F2 Rename. Das war nicht so eine schwere Nummer. Ne? Aber damit ihr diesen Text lesen könnt. Davon die Size plus gleich 2, bla bla, diese Schleife über alle Attribute von dem Maxnode. Gib mir den Attributnamen und Value. Mach ein Expand Attribut. Mach einen Filter Attribut. Ne? Das fügt ja unserer Tabelle, wo am Anfang der 9er Knoten bei der Startknoten, da standen ja prinzipiell dann als erstes alle Knödel drinne von dieser Regel. Wollt ihr die nochmal sehen? Die Matchtable für den Start. War das richtig? Ich glaube, das wäre cool. Und das müssen wir dann machen bei Find Matches. Irgendwo hier oben wird die doch erzeugt. Matchtable Set Start Node. Bla. Danach geben wir die gleich einfach mal aus. Sysout Match Table Tracker Control Save. Setzen wir da mal einen Breakpoint hin. Machen wir mal einen Restart. Hey. Continue. Zack. Wunderhübsch. Ja, da ist unsere Bank. Direkt nach dem Erzeugen. Wolf, Ziege, Kohlkopf, Boot und zwei Banks drinne. Das ist genau die Sache, die wir da erwartet hatten. F10, F10, bla bla bla. Jetzt geht er hier so rein, dann guckt er sich das so an und dann sagt er dieses Filter-Address. Der fügt dann dieser Tabelle diese Bank-Label hinzu, tut da im Prinzip immer den Typ davon rein. Das ist diese Attributbedingungsnummer, die wir da basteln. Also ich mache so ein Expand-Attribut. Das fügt dann eben den Value des Label-Attributs hier als neue Spalte der Tabelle hinzu. Danach kam ein Filter-Attribut, der gesagt hat, und ich interessiere mich jetzt nur noch für die, die hier Bank drin stehen haben. Na? Und das war Teil meiner linken Regelseite. Ne? Da steht hier dieses Label Bank. Ja, und deswegen mache ich diese Einschränkung. Und dann habe ich nur noch eine Tabelle mit nur noch zwei Zeilen. Ne, weil es nur zwei Banks in meinem Graphen gibt. Unfassbar, das hat funktioniert, ich fasse es nicht. Dann macht er so ein Filter Edges, der ist neu. Den besprechen wir gleich, weil soweit sind wir jetzt noch nicht. Ne? Und der macht in diesem Fall hier noch gar nichts, da gibt es keine neue Ausgabe. Und dann kommt dieser Filter Lambda Accept. Da könnten wir jetzt mal reingehen. Ja, lass uns das machen. Accept. Also dieser B-Consumer hat eine Accept-Methode mit zwei Parametern. Als erster Parameter sollte die Regel übergeben werden und als zweiter diese Match-Table. Dann gehen wir da mal rein. Chaka, 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 F11. Und dann sind wir jetzt hier tatsächlich in Feldman's Problem Test. Eat, Rule, Lambda. Wo der steht, ist tatsächlich scheißegal. Auf dieses Objekt greift er hier im Rumpf nicht zu. Und deswegen kriegt alles, was er braucht, als Parameter. Ne, und dann macht er diese Dinge. Und sagt, okay, gib mir mal die linke Regelseite, gib mir mal den Bank-Index in der Tabelle. Der Bank-Index ist 0. Ne? Tatsächlich ist der Bank-Knoten in unserer Match-Table schon enthalten. Und das ist jetzt tatsächlich eine Designentscheidung gewesen. Wir bauen ja diese Match-Table so schrittweise auf und erweitern die um immer mehr Elemente unserer linken Regelseite. Und da habe ich überlegt, okay, wann prüfe ich diese negative Application-Bedingung oder diese Lambdas? Da muss man sagen, naja, man kann diese Lambdas prüfen, wenn man genügend Elemente der linken Regelseite in der Tabelle hat. Ja, was heißt jetzt hier genügend? Naja, in diesem einen Fall heißt es, wenn ich eine Bank habe. Ja, aber wann ich in meiner Tabelle eine Spalte für Bank habe, weiß ich noch nicht genau. Das hängt eben darauf an, in welcher Reihenfolge die Teilgraphen-Suchoptimierung glaubt, das wäre jetzt cool. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es ist schön,
wenn man solche Conditions und Constraints so früh wie möglich überprüft, weswegen ich das sage, ach, mach das doch einfach jedes Mal, wenn neue Spalten zur Tabelle dazugekommen sind. Ne? Und dann musst du halt gucken, ist die Spalte, die ich brauche, schon drin oder nicht? Und das ist genau, was das hier macht. Wenn ich das aufrufen würde und würde meine Teilgrafensuche mit irgendeinem Cargo beginnen, dann wäre der Bank-Index hier minus 1, weil es für diesen Left-Hand-Side-Bank-Knödel noch keinen Eintrag gibt. Und dann würde ich sagen, ja, okay, ich kann jetzt noch nicht weitermachen. Aber Glück ist Geschick, wir können weitermachen. Chaka. Und jetzt bitte nochmal darauf achten, hier gibt es einen 5er-Bank und eine 6er-Bank. Na? 5 und 6, und das sind Knoten aus meinem Startgrafen. Ihr erinnert euch. Lass uns den bitte mal angucken. Da müssen wir mal einmal hier reingehen. Und uns hier, die anderen sehen wir uns gleich an. Startgraf. Zeige mir eben Viewer. Zacka, zacka, zacka. 5 und 6, das sind die beiden Banks, ne, aus meinem Startgrafen. Ne, über alle Graphen hinweg sind die Knotennummern immer eindeutig. Ne, also neuer Graph, neue Knotennummern. Das heißt, wenn ich einen Knoten mit der Nummer 5 habe, kann ich gucken, in welchem Graph ist der drin. Offensichtlich im Startgraph. Das ist hier mein Arbeits- oder Hostgraph. Und das ist die 5er, ist da, wo das ganze Cargo dran ist und das Boot. Die 6er, da ist noch gar keiner, das ist die Other-Seite. Da hatten wir hier diese Other-Side-Kanten dazwischen. Okay, cool. Dann tun wir den nochmal hier hin. Aha, die Bisum-Summerglas kann man zumachen. Wunderhübsch. Aha, und dann gehen wir wieder Chaka in unsere aktuelle Regel. Chaka. So, also wir haben hier 5 und 6, das heißt, es sind beide Flussseiten im Augenblick in unserer Tabelle, weil unsere Tabelle ja nur sagt, ey, gib mir irgendeinen Knoten, der ein Label Bank hat. Ne? Und ja, das hat soweit geklappt. Und unser Lambda müsste jetzt sagen, na, ich interessiere mich nur für Banks, wo kein Boot dran ist. Ne, das ist das, was wir hier erreichen wollen. Dann gucken wir mal, wie wir das machen. Chaka. Ne, und jetzt ist dieses ist leider relativ kompliziert geraten. Also wir machen diesen Kram, den wir immer machen, wenn wir eine Filtermethode bauen. Wir machen eine Schleife über alle Rows. Ne, und man achte auf diesen Row-Loop-Doppelpunkt. Ein Konstrukt, das ich seit ungefähr gefühlt 2 Jahren nicht mehr verwendet habe. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich es wirklich... Doch, ich brauche das. Das ist ein Label. Du kannst an so eine Schleife ein Label machen und dann kannst du irgendwo hinten innen drinne geschachtelt in noch eine Schleife bei Continue angeben, welche Schleife du jetzt eine Fortsetzung von machen möchtest. Wenn ich nur Continue hier hinschreiben würde, dann würde diese Vorschleife den nächsten Durchlauf machen. Weil ich die Schleifen benannt habe, kann ich auch ein Continue von sagen, gib mir mal die nächste Row. Also ne, dann bin ich mit der hier fertig. Kommt gleich, warum ich das so konstruiert habe. Okay, ich mache eigentlich die Schleife über alle Zeilen in meiner Tabelle, also die Zeile mit der 5er und der 6er Bank. Dann sage ich, okay, Row get Bank Index. Ne, das ist dann die 0. Spalte. Wunderbar. Kriege ich meinen Bank-Knödel, also einmal den 5er und den 6er. Und dann gehe ich mit int i gleich 0, i kleiner edge size, i plus gleich 3. Ich gehe durch alle Kanten und das edge set, ich bin hier in, wo kommt das edge set her? Get node set. Nee, das muss ja aus dem Startgrafen sein. Ja. Habe ich doch hier geschrieben. Ich frage die Match-Table nach dem Graphen. Haben wir das letztes Mal schon gemacht? Die Match-Table hat, ja klar, die Match-Table hat den Graphen, auf dem die gematcht werden muss, damit man eben ja, einen Arbeitsgraphen zur Verfügung hat, damit sie die Filter- und Expand-Operationen machen kann. Das heißt, ich frage die Match-Table nach dem aktuellen Arbeitsgraphen, gebe mir das Edge-Set und sage dann, okay, von dieser aktuellen Kante, gib mir mal Source Label Target, was wir halt immer so machen, ne, mit get i plus 1 und get i plus 2. Und dann sage ich, oh, guck mal, wenn das Moored das Label ist und meine aktuelle Bank das Target ist, dann habe ich offensichtlich eine Bank, wo ein Boot dran ist. Ne, und ich habe eine Negative Application Condition. Ich sage, wenn an dieser Bank ein Boot dran ist, dann ist das hier nicht interessant. Dann möchte ich das nicht. Weil ich suche nach
Cargos, die sich essen, die an einer Bank sind, wo kein Boot ist. So, das heißt, wenn diese Bedingung true ist, dann sage ich, okay, diese aktuelle Row, die kannst du knicken, die passt nicht. Ne? Also die ist kein gültiger Match. Weswegen ich dann sage, geh einfach zur nächsten Row. Und wenn ich durch diese Schleife über alle Kanten meines Arbeitsgrafen gehe und ich habe kein Boot moored at the current bank oder keine moored at bank Kante, dann muss ich dann irgendwann sagen, am Ende dieser Schleife, ja, die negative Abwendungsbedingung ist nicht verletzt und ich übernehme die Table in meine Row. Ich übernehme die Row in meine Result Table. Ich habe unfassbar an den Vorzeichen gearbeitet gestern Abend. Das muss man so ein bisschen ausprobieren. Das funktioniert am Schluss eines langen Tages. Ich setze, glaube ich, mal, lassen wir es mal hier in Breakpoint. Ansonsten machen wir hier mal ein paar Durchgänge. Okay, jetzt ist trotzdem mal Dario schuld. Ne? Hier müssen wir eine Schleife über alle Kanten des Graphen machen, weil wir die Kanten am Graphen konstruieren. Früher oder letztes Jahr haben wir immer die Kanten an den Knoten gehängt. Wenn man die Kanten direkt an den Knoten hängt, dann bräuchte ich jetzt nur den aktuellen Bank-Knoten fragen, welche Kanten laufen bei dir ein. So muss ich jetzt immer den Graphen fragen. Theoretisch ist das eine Komplexitätsstufe größer. Na, also von der Laufzeit her, weil ich muss jetzt groß O von N Kanten durchlaufen, während man sagt, naja, der Fanout von einem Knoten, der ist eben nur ein Bruchteil der Anzahl die Anzahl der Kanten ist hier maximal N-1, ne, die an so einem Knoten dranhängen, aber meistens ist es nur ein Log N. Ich würde mal sagen, ne, die Anzahl ist immer so logarithmisch. Also ja, wenn der Graph größer wird, dann gibt es auch typischerweise irgendwie einen Knoten, der mehr Kanten hat, aber im Schnitt ist es so log n, so bla, aber ne, schlag mich nicht drauf fest, hängt tatsächlich vom konkreten Graphen an. Am Ende eines langen Tages ist unser aktueller Graph 6 Knoten und ich glaube genauso viele Kanten, deswegen ist es gerade egal. Ne, also dann ist es die gleiche Groß-O-Klasse. Ich glaube, in meiner Doktorarbeit argumentiere ich so mit log n, aber das sind so Erfahrungswerte, die nicht immer für jedes Beispiel passen. Okay, hey, da sagt er, ich habe das tatsächlich geschafft. Ich habe eine Bank gefunden, wo so ein Boot dranhängt. Ne, und das ist tatsächlich die Fünferbank. Das heißt, die darf ich nicht übernehmen. Das heißt, ich gehe zur nächsten Spalte. Mache wieder eine Schleife über alle Kanten meines Graphen. Und da werde ich jetzt am Schluss im Prinzip rauskommen und sagen, ja, nee. Hey, hat er gesehen? Result Table at Row hat er gemacht. Jetzt ist er fertig. Dann macht er hier diesen Übergang und guckt jetzt hier nochmal die alte Match Table Size und die Result Table Size. Wenn die ungleich ist, dann habe ich tatsächlich eine Zeile weggefiltert. Und dann mache ich, merke ich mir das in so einem Change. Aktualisiere die Match-Table und mache dann hier so einen Printout und dann steht drin, hey, nachdem ich alle Banks gefiltert habe, an denen ein Boot dran ist und nur übrig geblieben ist, wo kein Boot dran ist, habe ich nur noch eine Zeile in meiner Tabelle, Match-Tabelle. Und wenn da wenig Zeilen drin sind, ist immer gut. Und das ist eigentlich immer der Trick, den man gerne hätte. Wunderbar, das heißt, es hat sich jetzt hier bewährt, dass wir dieses Filter Lambda relativ früh machen. Wenn wir das sehr spät machen, zum Beispiel nach dem Expand Edges, dann hätten wir da so ein Quadrat in der Anzahl der Zeilen, das wäre doof. Wir können das, wenn wir ganz viel Zeit und Lust haben, nachher mal auskommentieren und gucken, was dann rauskommt. Ich würde es jetzt gerne erst einmal so durchgehen. So, dann macht er, so einen Expand Edges. Das war, er guckt jetzt nach dieser Bank. Nein, eigentlich guckt er, was macht er denn? Keine Ahnung. Also, wir gehen aber mal, wenn wir jetzt F10 machen, dann lass uns F3 gehen. Das hatten wir letztes Mal schon programmiert, aber wir gehen einfach mal einmal durch. Ne? Der guckt alle Kanten in meiner linken Regelseite, das sind ja nur zwei, ob die irgendwie an dem Knödel dranhängen und wenn ja, dann macht er was damit.
Da ist eine, die hängt da dran. Warum die andere nicht? Weiß ich nicht genau. Dann macht er so ein Expand Backward und dann sagt er, ja. Ne? Der sagt, in meiner linken Regelseite steht drinne, dass ich so eine Add-Kante haben muss, die von dem 7er zu dem 9er geht. Ne? Der hat die erste Kante, die er in der linken Regelseite gefunden hat, ist zwischen 7 und 8. Für 7 und 8 habe ich noch keinen Eintrag in meiner Match-Tabelle, da passiert gar nichts. Für die Kante von 7 nach 9, da sagt er, oh ja, den 9er, den habe ich schon in meiner Tabelle. Da mache ich jetzt mal so ein Expand. Und zwar backward hier diese Kante rückwärts, ne, um den 7er zu finden. Und wenn er auf der 6er Bank, wow, 6er Bank, Chaka, sagt, oh, gib mir noch mal alle einlaufenden Add-Kanten, dann ist das einfach leer. So eine Scheiße. Deswegen in dieser Tabelle, Match-Tabelle, nach diesem Expand kein einziger Eintrag mehr drin ist. Ah, doof gelaufen. Ne? Und das gibt er hier auch aus. Ne? Und das gibt er aus. Diese System on Printline habe ich eingebaut. Ich würde vorschlagen, ihr macht das auch in dem Expand Edges. Hier. Ne? Immer wenn ich ein Match-Table, eine neue baue, mache ich danach immer so ein System on Printline. Wir werden die nach und nach dann nachher löschen. Wir wissen, das funktioniert alles richtig. Aber jetzt für dieses aktuelle Ding ist das unfassbar praktisch, dass wir das so schön angucken. Dann können wir richtig schön nachvollziehen, wie funktioniert diese Teilgrafensuche. Wunderhübsch. So, bla bla bla. Dann geht er hier immer noch weiter. Ne, Done Edges, das hatten wir letztes Mal gemacht. Das sind im Prinzip wichtige Dinge. Da kommt noch so eine Kante. Macht da nochmal ein Expand. Backward und macht nochmal einen Ausdruck. Ne, und es ist immer noch kein Startknödel, keine Row drinne. Ja, es kommt eine Spalte dazu, aber keine neuen Einträge. Da hättest du das vielleicht auch schon abbrechen können und sagen, hey, wenn du keine Sachen mehr hast, hör auf. Ne, aber wenn die Netzstäbe keine Row mehr hat, dann hätte ich das vielleicht gar nicht. Okay. Wunderhübsch. Dann Edges. I love it. So, fertig. Alle Kanten der linken Regelseite behandelt. Wir sind durch. Ne? Das heißt, jetzt haben wir prinzipiell alle Expansionsschritte für den aktuellen Knödel gemacht. Und jetzt würden wir sagen, okay, die Knödel 7 und 8, das sind ja neue Knödel in unserer Tabelle, die könnten wir jetzt auch noch expandieren. Ne? Und die haben wir beim Expand Edges hier in das To-Do eingetragen. Gab es diese Methoden vorher schon? Dann habe ich die jetzt erst noch refactored. Das weiß ich nicht mehr. Das kriegt hier dieses To-Do übergeben, das Expand Edges. Wenn er so ein Expand macht, dann fügt er den im Prinzip da hinzu. Hier gibt es noch so eine zweite Tabelle, Table Notes. Da merke ich mir alle Knoten, für die ich schon eine Spalte in meiner Tabelle habe. Das brauche ich, glaube ich, nachher beim Filter Edges. Das kommt gleich. Ne? Aber ist auch wichtig, und das mache ich einmal hier und einmal da und hier. Ne? Und wenn ich den Source-Knoten schon habe und mache einen Expand Forward, dann ist der Target-Knoten ein neuer Knoten in meiner Tabelle und ich tue den auch in meiner To-Do-Liste. Das sind zwei Stellen, wo ich die eintrage. Das liegt daran, dass ich die zu unterschiedlichen Zeitpunkten entferne. Aus der To-Do-Liste nehme ich nachher wieder welche raus. Aus der Tables-Notenliste nicht. Ha. Genau. Okay, das kann man auch anders konstruieren. So hat sich es jetzt eigentlich bewährt. Und beim Expand Backward mache ich es andersrum. Und dann passt das. So, I'm totally lost. Wir haben schon die Hälfte der Zeit rum. Ah, naja. Naja, passt schon. Wo sind wir? Hier sind wir. Nächster Durchlauf. Ich breche jetzt ab. Ich habe gesagt, wenn die Matchstäbe leer ist, kann ich auch aufhören. Ne, das macht keinen Sinn, jetzt noch nach weiteren Knödel der linken Regelseite zu versuchen, die zu expanden, weil es ist kein Match mehr da, der noch expandet könnte. Das habe ich hier hinzugefügt als schnellere Abbruchbedingung, weswegen wir jetzt hier fertig sind. Hiha. Das heißt, der hat jetzt tatsächlich keinen einzigen Rule-Match für die Eat-Rule. Ne, Eat-Rule ist im Augenblick nicht anwendbar.
Verrückt. Das ist ja doof, dann kann ich das mit dem Filtern nicht zeigen. Das ist eine Lernchance. Wir machen das mal nicht. Idrul Filter Lambda. Schaka. Und dann gehen wir da einfach nochmal rein. Ne? Ich lasse das jetzt nochmal laufen. Also ich gebe diese Lambda-Bedingung mal nicht. Und dann gucken wir mal, was er dann so treibt. Das mache ich jetzt deswegen, das habe ich auch gestern tatsächlich so gemacht, in unserer Idrul haben wir ja hier so ein Dreieck. Ihr erinnert euch. Ne? Und wenn ich nachher mit der Bank wieder anfange und dann für 7 und 8 auch schon Spalten dazu mache, dann kann ich, indem ich von der Bank aus die Add-Kanten rückwärts laufe, dann kann ich anschließend prüfen, ob zwischen dem Knoten, den ich in der 7er Spalte habe und in der 8er Spalte habe, ob dazwischen eine Likes-Kante ist. Und das mache ich nicht mit einem X-Warn. Da würde es, weiß Gott, wie viele neue Knödel geben, sondern ich muss jetzt wirklich prüfen, gibt es die Kante zwischen den beiden Knoten, die ich habe. Und das ist eben keine Expand-Operation, die fügt ja immer eine neue Spalte meiner Match-Table hinzu, sondern eine Filter-Operation. Die ist neu, die müssen wir uns eben auch angucken. Okay. Aha, da gehen wir doch nochmal in dieses Filtern hier so rein, erzeugen unsere Match-Tabelle. Ja, ich mache das mal ein bisschen höher. Bla, bla, hiha. Die ist am Anfang halt alle Knödel meines Grafen. Wunderhübsch. Bla, 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 bla. Bla, bla. Dann macht er dieses Filter Adress. Jetzt haben wir nur noch alle Bankknödel hier in meiner Spalte drin. Oder in meiner Tabelle drin. Und diese zusätzliche Spalte für die Banklabels. Und jetzt macht er hier dieses Filter Edges. Das ist neu. Das hatten wir letzte Woche noch nicht. Da gucken wir mal rein. Ich mache das mal zu. Ist das gut? Ich weiß es nicht. Wie lange ist denn das? Oh, das geht so. Ah, verrückt. Filter Edges. Ich glaube, den müssen wir auch noch zumachen. Ja. Na? Okay. Der bekommt als Parameter die Matchtable. Ne? Den Max-Node und irgend so einen Done. Warum heißt das Done? Das ist völlig falsch. Das sind die Table-Nodes. Lass uns da mal gerade reingucken. Debugger. Done ist ein ArrayList der Größe 1 und da drin ist genau dieser neue Bank, ja. Das müssen wir, das ist falsch. Das darf nicht, das ist alt. Das habe ich am früher mal so genannt. Das habe ich umbenannt. Das heißt jetzt Table Nodes. Alle Knoten, die in der Tabelle drin sind. Dann ist das klarer. Speichern. Neustart. F11, F10, F10. Chaka, 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 chaka. Der gibt das da unten wieder aus. Filter Adress. F11. Jetzt bin ich da drinne. Nein, das wollte ich gar nicht. Ja, geh da wieder raus. Chaka. So, jetzt habe ich meine... Jetzt kommt dieses Filter Edges. Da machen wir mal einen Breakpoint hin. Chaka. F11. Ah, da war ja jetzt schon einer. Na, super. Den können wir wegmachen. So, gut. Jetzt ist in den Table Notes immer noch das Richtige drin. Jetzt können wir es aber, glaube ich, machen. Jetzt mache ich wieder die Schleife über alle Kanten meiner linken Regelseite und gucke, ob ich eine Kante habe, wo ich beide Enden schon in meiner Tabelle habe. Und dann mache ich dafür einen Filter. Ne? So. Dann muss ich immer gucken, diese Kante meiner linken Regelseite, ist die bei Ihnen in meiner Match-Tabelle schon berücksichtigt, weil ich darüber einen Expand gemacht habe, dann muss ich mit der hier nichts mehr tun. Na, oder weil ich früher einen Filter gemacht habe. Boah, trage ich verrückt. Das ist aber hier nicht der Fall. Ne, das ist jetzt die Kante. Welche Kante ist denn das? Source Label Target. Das ist die Kante von 7 Likes 8. Ne, das ist die erste Kante in unserem Graphen. 7 Likes 8. Die haben wir noch nicht behandelt. So, 7 und 8 haben wir noch nicht in unserer Tabelle. Das wird nicht funktionieren.
Ja, dann prüft er eben nach, wenn Source gleich Max Node ist und die Table Node contain this Target, dann habe ich fertig. Wahrscheinlich könnte ich auch Source und Target in Table Nodes fragen, da bin ich nicht ganz sicher. Müssen wir mal gucken, geht vielleicht leichter. Oder wenn das Target gleich Max Node ist und Table Nodes contains Source, da kann ich immer einen Match machen, einen Filter machen. Ne? Aber ist jetzt hier beides mal nicht der Fall, deswegen gehen wir jetzt hier nochmal raus. Dann kommt die zweite Kante, das ist die 7@9-Kante. 7@9-Kante funktioniert auch nicht. Dann kommt noch die, ich habe da einen Breakpoint setzen, viel schöner. Dann kommt noch die 8@9-Kante, die funktioniert auch nicht. Bla bla, sind wir hier fertig. Das heißt, er konnte hier nichts filtern. Ne? Also Filter Edges hat nicht funktioniert. Filter Lambda habe ich gerade auskommentiert. Da steht, damit es keine Null Pointer Exception gibt, hier so einen Empty Lambda drin. Ne, und das kann man so hinschreiben, unfassbar. Ja, und das ist jetzt fast schon TypeScript-Syntax. Ich finde es unfassbar kompliziert. Aber das geht so. Ne, aber man darf nicht vergessen, das Feld zu initialisieren mit irgendeinem Wert. Sonst kriegt man halt Probleme. Oder man muss einen Null-Pointer-Abfrage machen, ja, ja, wie man das so treibt. Okay, dann macht er jetzt hier dieses Expand Edges. Filter Nug Edges, hä? Wo bin ich? Hilfe! Zurück! Expand Edges. Ich wollte da rein. Nee, da wollte ich nicht rein. F10 wollte ich machen. Ja, okay, hat jetzt geklappt. Na, und weil ich hier diese Nack, diese Lambda da rausgenommen habe, ihr erinnert euch, konnte er das jetzt tun. Ja, das heißt, er hat jetzt gesagt, ich habe die Bank 5 und die Bank 6. Jetzt suche ich nach welchen, wo noch ein Cargo-Knödel mit einer Add-Kante dranhängt. Und dann sagt er, ja, hier, guck mal, an der Bank 5, da hängt so ein Ding dran. Ja, Wolf, Ziege, Kohlkopf. Ja, das sind drei mögliche Matches. Wenn ich suche nach Bank und Cargo. Ja, das sind die beiden Sachen, nach denen ich hier im Augenblick suche. Sagt er, super, ja, dann mache ich ja mal weiter. Ja, und wir haben jetzt die NAC auskommentiert. Das ist wichtig an dieser Stelle. Und dann sagt er, okay, dann kann ich ja auch noch den zweiten Knödel konstruieren. Und dann kommt eine relativ große Tabelle raus, was irgendwie blöd ist und was mich wahnsinnig geärgert hat. Da sind 9 Einträge drin. Das müssen wir noch größer machen, damit man die auch alle sieht. Aha. Da sind 9 Einträge drin. Na? Wolf, Wolf, Wolf und Wolf, Goat, Ziege. Goat, 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 Wolf, Goat, Ziege. Cabbage, 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 Wolf, Goat, Ziege. Das sind eben das Kreuzprodukt zwischen diesen beiden. Diesen beiden. Kargos, die da dran sind. Da kann ich jetzt alle Kombinationen, Linearkombinationen bilden. Jetzt könnten wir noch so einen, oh, die müssen nicht isomorph sein, die dürfen, dürfen, wir könnten auch so einen Filter, Filter isomorph oder so ähnlich machen, mal konstruiert. Das könnte man defaultmäßig tun, vielleicht gebe ich euch das als Hausaufgabe nach. Ja, macht das bitte als Hausaufgabe. Ja, dass er immer, wenn er einen Expand macht, anschließend gleich so einen Filter isomorphic macht, dann wären das hier nicht nur noch 3x2 Einträge, also nur noch 6 anstatt 9. Im Prinzip ist es aber immer noch so, dass wir das jetzt hier gerade quadratisch haben. Ne, wir haben irgendwie 3 auslaufende Kanten und 3x3 Dinger. Ne? Und zwar ist das jetzt quadratisch in der Anzahl der einlaufenden Kanten, die es da gibt. Ah, wie doof. Ne? Gut, da sage ich jetzt mehr, macht ja nichts, ne? Weil die Anzahl der einlaufenden Kanten ist ja irgendwie logarithmisch zur Größe des Gesamtgraphen. Aber dann habe ich so einen Logarithmus zum Quadrat, das geht noch. Ne? Tatsächlich, wenn ich die Teilgraphensuche anders organisiert hätte und hätte gesagt, naja, mach einmal das Expand mit so einer Add-Kante und danach mach ein Expand mit der Likes-Kante, dann wäre ja das nicht passiert. Ja, dann hätte ich 3 Einträge in diese Richtung und danach die Likes-Kante.
Dann hätte ich nur noch zwei, weil nur zwei von denen haben eine auslaufende Likes-Kante. Das liegt daran, dass ich jetzt weiß, dass in unserem konkreten Graphen es weniger Likes-Kanten gibt als Ad-Kanten. Okay, das konnte mein statischer Suchplanoptimierer nicht wissen. Er hat gesagt, deswegen hat er keine Chance, irgendwie zu sagen, ja, Likes-Kanten langlaufen ist cooler als Ad-Kanten langlaufen. Wenn ich sowas statistisch darüber sammeln wollen würde, dann und das berücksichtigen wollen würde, was eine gute Teilgraphensuchoptimierung tut, dann rumpel die Pumpe. Sag doch mal schnell. Ah, da müsste ich in Rule, wo sind wir denn? Da, ne? In Find Edges. Aha, in dem Expand Edges hier. Da mache ich im Augenblick eine Schleife über alle Regeln meiner linken Regelseite und versuche, kann ich hier einen Expand machen. Das ist bei der Bank, kann ich das gleich zweimal machen. Ich mache das gleich zweimal in einem Schritt. Eigentlich müsste ich abbrechen, wenn ich das erste Mal gemacht habe und sagen, oh, da habe ich jetzt einen neuen Knoten. Vielleicht hat dieser neue Knoten eine Attributbedingung, die ich jetzt schon früh prüfen kann. Das wäre besser, bevor ich noch einen Expand mache. Ja, weil ich dann die Anzahl der Schleifen schon wieder konstruieren könnte. Das heißt, eigentlich müsste ich das hier komplizierter konstruieren. Müsste sagen, okay, mach hier mal so einen Break aus dieser Schleife rein. Und dann müsste ich aber irgendwann wieder, wenn ich in der Top-Level-Nummer ist, da wo das Expand Edges aufgerufen wird, also im Prinzip hier, müsste ich dann nochmal sagen, nee, hol jetzt nicht den nächsten To-Do-Eintrag raus, sondern der alte ist noch nicht fertig. Ne? Das darf ich dann auch erst machen, wenn ich in dem Expand irgendwie komplett durch bin. Ja, das könnte man tun. Vielleicht schaffe ich das nächste Woche. Ne? Wir lassen es jetzt im Augenblick mal so und merken uns, da haben wir noch ein Problem. Da sind wir nicht wirklich optimal. Ja, und die Regel, die ich habe, gibt das noch nicht ganz her. Das Problem, da müsste man noch Attributbedingungen an den anderen Knödeln mit dran haben, damit man sieht, warum das eine gute Idee ist. Ne? Okay. Schön. So. Rumpel die Pumpe. Hat er jetzt aber soweit gemacht, ne? Weil wir keine Neck haben, hat er jetzt gesagt, ich habe diese neuen Kombinationen, das ist noch suboptimal. Genau, und da habe ich gestern, nachdem ich dann die Neck dazugefügt habe, ich gemeint, ah, jetzt funktioniert es, haben wir nicht diese Explosion, diese quadratische, alles ist gut, dann brauche ich nichts mehr weiter tun, aber wir müssen da nochmal ran. So, ha. Bla, so, der nimmt jetzt den nächsten Knödel aus der To-Do-Menge. In To-Do habe ich immer, wenn ich einen Expand gemacht habe, diese neuen Knödel reingetan. Das ist dann, MaxNode ist jetzt der 7er Knödel und überlegt, ob er mit dem nochmal neue Dinge tun kann. Ne? Und das wird jetzt funktionieren. Ein Filter-Attribut kann er nicht machen, aber einen Filter-Edges, da gehen wir jetzt noch einmal rein und dann haben wir den Teil auch endlich durch. Chaka, dann mache ich das hier nochmal ein bisschen kleiner. So, warum kann er das jetzt machen? Weil die 7 Likes 8 Kante funktioniert jetzt, weil ich hier tatsächlich in meiner Tabelle den 7er und den 8er Knoten drin habe. Hey, na, das heißt, jetzt kann ich das tatsächlich machen. Source ist der 7er. Aha. F8, das wollte ich nicht. Chaka, was habe ich jetzt gemacht? Das ist ein bisschen zu weit. So. Ich wollte ein F10 machen. Chaka. Dann sagt er, ey, mach doch mal so eine Match-Table-Filter-Edge-Methode. Die Filter-Edge-Methode hatten wir, glaube ich, schon letzte Woche. Oder vor zwei. Gucken mal rein. Ich hasse es. Ja. F11, dann geht er wieder raus. Nochmal F11. So, ne, da hat er ja immer die einzelnen Knödel nach ihren Beschriftungen gefragt, weil er mit den Beschriftungen in der Tabelle nachgucken kann. Das heißt, er hat den Source-Column nehmen, den Target-Column nehmen und das Edge-Label, besorgt sich die Indexnummern aus den Column-Names. Wir sind ja jetzt in der Match-Table. Dann macht er eine Schleife über alle Zeilen, besorgt sich aus der Zeile mit den Indizes Source und Target Knödel. Das ist jetzt hier
beides Mal Wolf. Dann fragt er, hey, gibt's da eine Kante? Und das fragt er das Edge-Set, das ist die Kanten des Grafens, geht da wieder durch die furchtbar vielen. Meine Schuld. Bla 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 bla. Ja, come on. So, jetzt sind wir wieder hier oben. Dann nimmt er sich den nächsten Source und Target. Das ist jetzt Wolf und Ziege. Ha, guckst du. Ne, Wolf und Ziege sind Dinge, die sind spannend. Ne? Dann sagt er, ja, hey, Wolf, Ziege, so eine Kante müsste es geben. Hilfe. Ja, hey, jetzt steht er hier tatsächlich und sagt, hey, in meinem Arbeitsgrafen gibt es zwischen den Matches davon. Na, das sind Source und Target Knödel. Das ist der 1 und 2. Ne, die ganz kleinen Nummern 1 bis 6 sind im Arbeitsgrafen. Ihr erinnert euch. Der da. 1, 2, 3. Die beiden Knödel. In dem Ruhegrafen sind die Nummern 7, 8 und 9. Das ist so cool. Da sagt er, ja, diese Zeile 5, Bank, Bank, 1, Wolf, da gibt es eine Lachskante zwischen 1 und 2, die kannst du übernehmen. Diese Zeile, hat er gesagt, nö, die will ich nicht. Na? Und nachher diese Zeile will er dann auch nicht. Na? F10, so, ich habe keinen Bock mehr, das wird jetzt funktionieren. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal raus. Und dann sagt er danach so einen System Out Printline. Und dann sehen wir das jetzt in unserer Tabelle. Idrul 997, das sind die gleichen Spalten, die wir vorher hatten. Aber jetzt ist nur noch zwei Zeilen drin. Nämlich, wo der Wolf die Ziege ist oder die Ziege den Cabbage ist. Hey, ne, wir hatten ja Idrul immer wieder gucken. Das war das Match für Suchen nach drei Knödeln, wo hier zwischen diese eine Kante ist. Das heißt, jetzt haben wir unsere große Tabelle mit den neuen Einträgen wieder auf 2 runtergedrückt. Auch relativ gut. Ne? Und weil wir diese Bedingung sehr früh geprüft haben. So, F10, so, jetzt sind wir hier fertig. Ne? Wenn wir jetzt hier mal rausgehen, dann passiert nichts mehr. Der guckt nochmal nach, ob er an dem Achterknoten nochmal irgendwas machen kann, aber da gibt es wir haben bei dem Filter Edges richtig, nachdem wir so eine Kante gefiltert haben, tun wir die in die Done Edges mit rein, ne, damit er das nicht von beiden Seiten macht. Beim zweiten Mal ist es witzlos. Ne, also, und dementsprechend passiert jetzt hier nichts mehr weiter, das ist genau das Endergebnis. Dann macht er dieses Filter Lambda, das hatten wir ja jetzt gerade auskommentiert. Das heißt, da ist nur die Dummy-Methode. Dann macht er nochmal so ein Expand Edges. Der Max-Node ist gerade der 7er. Gibt keine Kante mehr in der linken Regelseite, die wir noch expandieren können. Die Done-Edges, da stehen schon alle drin. Ja, das heißt, da passiert nichts. Ja, laut Gebullt prüfe, ja, er gibt hier nichts neu aus. Und dann weiß ich jetzt nicht genau. Ja, da geht er nochmal mit. Der Max-Node ist jetzt, Moment. Jetzt ist der 8er Knödel nochmal der Max-Node. Wir könnten eigentlich aufhören. Warum? Wissen wir nicht. Ne? Also ja, vielleicht ist an dem 8er ja noch eine Attributbedingung dran, die wir nicht wissen. Das heißt, wir müssen das schon machen. Aber keine Attributbedingung, kein Filter Edges mehr, weil alle Edges sind berücksichtigt. Alle Edges der linken Regelseite. Lambda ist gerade auskommentiert. Expand kann er auch nicht mehr machen. Chaka, jetzt sind wir fertig. Ne? Das heißt, ohne negative Application Conditions findet er diese beiden Dreiecke. Ne? Und das ist genau das, was wir wollten. Und das Wichtige war jetzt, diese Filter Edge Nummer, die wollte ich euch vorgeführt haben. Die hier, die ist neu, das hatten wir letzte Woche noch nicht. Und das hier ist neu, das hatten wir letzte Woche auch noch nicht. Jetzt haben wir noch 20 Minuten. Das ist eigentlich ganz okay. Cool. So, was treibt er dann noch? Wir brechen das jetzt hier mal ab und tun dieses Lambda da wieder rein, weil wichtig. Sonst macht er Dinge, die ich nicht möchte. Und dann machen wir mal einen Restart. Chaka.
Und dann kommt es ja hier raus. Und jetzt ist das ja die Regel R. Das ist die Eat-Rule, mit der sind wir soweit glücklich. Da macht er dieses Ding noch. Da gehen wir mal wieder raus. Dann macht er das. Da gehen wir mal wieder raus. So, jetzt, dann gehen wir da mal raus. Dann gehen wir, das ist dieses Lambda. Dann gehen wir da mal raus. Ey, meine Fresse. Wie viele Breakpoints haben wir denn da reingemacht? So, jetzt sind wir Rule Matches. Das sind die Rule Matches. Das ist die Tabelle. Da ist die Size 0. Ja, das ist genau diese Eat Rule. Hat gesagt, ich habe keinen gefunden. Wunder. Hübsch. Next Graph Number brauchen wir gleich für Debugging-Ausgaben. Da macht er hier Rule Matches Get Table. Dann irgendwie eine Schleife über alle Matches. Wir haben keine Matches, deswegen sind wir schon fertig. Okay. Neue Regel, neues Glück. Das war die Load Cargo Rule. Gucken wir uns die doch mal an. Wie sah die denn nochmal aus? Load Cargo Left Hand Side. View. Wir könnten es auch nochmal kurz hier stehen lassen. Chaka, chaka, chaka. Das war, wir suchen nach einem Boot, das an irgendeiner Bank festgemacht hat und irgendein Cargo, das da auch gerade ist, und das wollen wir dann in das Boot laden. Das heißt, wir wollen die Add-Kante löschen und eine Kante zwischen und hier zwischen eine Kante ziehen. Und wir kommen jetzt tatsächlich in den nächsten 20 Minuten auf, wie führe ich das Ganze jetzt aus? Ja, und da das so ähnlich ist, was wenn wir das werden wir heute nicht fertig kriegen, aber da wollen wir jetzt hin. Ja, und das passiert wieder in 2 Wochen. Wir kriegen das nächste Woche fertig, nicht heute. So, jetzt brauchen wir wieder den Debugger und da wieder das Test Mission. So, ne, erstmal wird jetzt hier unfassbar viele Matches erzeugt und dann sagt er, ich habe hier die für den Elver Knödel meiner linken Regelseite Load Cargo Chaka. Er hat, ist mit der Bank hat er angefangen zu suchen, weil er über die am wenigsten am meisten weiß. Hat er gesagt, nur an der 5er Bank stimmt, gibt es gerade ein Boot. Das Boot hat die ist immer das 4er Boot und das Cargo, das ist diese 12er Spalte, das kann Wolf, Ziege oder Kohlkopf sein. Ist ja verrückt. Ich kann irgendeinen davon aufladen. Hey, stimmt. Na? Wollt ihr nochmal den Schadgrafen sehen zum Vergleich? Ne, ist irgendwie klar, oder? Wir können das machen. Chaka. Oh Mann, ey. So. Und dann jetzt nochmal den Startgrafen zum Vergleich. Hallo? Habe ich den hier nicht? Show Open Editor. Ha! Ja. Original und Fälschung. Ich suche nach einem Boot an der Bank mit irgendeinem Cargo. Boot, Bank und dann 1, 2, 3 Cargos. Ne? Und dann kriege ich diese 3 Matches. Unfassbar. Unsere Teilgrafensuche funktioniert schon echt gut. Ja, also ich bin völlig begeistert, dass er das automatisch hingekriegt hat. Okay. Nicht a graph, sondern costed test mission. Wo sind wir? So, ich tue das jetzt mal wieder hier rein, damit wir mehr Platz haben. Chaka. So, was treibt er denn jetzt als nächstes? Ne? Also wir haben 3 Matches. Und jetzt muss er prinzipiell für jeden von diesen 3 Matches die Regel ausführen. Ne? Und dann macht er hier sowas Komisches. Der macht jetzt hier so einen startgraph.clone. Also ich habe das noch nicht richtig implementiert. Ich habe nur damit angefangen. Und was wir heute noch schaffen, ist genau dieses Cloning. Und was wir jetzt nochmal uns vergegenwärtigen müssen, warum machen wir das denn eigentlich? Wir wollen ja so einen, bei Groove gab es ja diesen komischen LTS-Graphen. Linear Transition System ist das. Was im Wesentlichen im Prinzip war, das ist mein Startgraph, das sind die möglichen Regelanwendungen, die ich machen kann, das sind die Folgegraphen, die dann rauskommen.
Dann nehme ich jeden Folgegraphen, wieder alle Regelanwendungen, neue Graphen, neue Graphen, neue Graphen. Das heißt, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen diese Regelmatches, die wir gefunden haben, da wollen wir jetzt die Regeln anwenden, also eine Modell-Graph-Transformation machen. So mit, hey, Knödel, die Dell-Nodes ausrechnen, die Add-Nodes ausrechnen, die Core-Nodes ausrechnen, Edges und all so Kram. Das, was wir in der Theorie gemacht hatten, müssen wir jetzt tatsächlich auch irgendwie so ähnlich implementieren. Aber wir werden nicht den Startgraph ändern, der bleibt so, wie er ist, sondern wir machen eine Kopie, und zwar für jeden Match eine neue Kopie und wenden dann den Match auf die Kopie an. Na? Und das ist, weil wir jetzt gerade eben nicht den aktuellen Graphen verändern wollen, sondern wir wollen eine Kopie verändern. Das ist jetzt schon für diese Reachability-Graph. Normalerweise, so wie ich das Progress-System früher implementiert habe, hätte mich den aktuellen Graphen verändert. Das wäre einfacher gewesen. Wir wollen jetzt aber Erreichbarkeitsgraphen oder LTS-Systeme ausrechnen. Dann müssen wir immer, bevor wir irgendwas verändern, eine Kopie machen. Also klar, wer geht da mit? Finde ich gut. Ihr guckt so ein bisschen müde aus. So ein bisschen ist der Anfangssenat schon weg. Leute, come on. Okay. Weswegen ich einen Startgraph.clone mache. Und ich hatte das Gefühl, das ist ja mal unfassbar einfach, weil wir ja diese ArrayLists haben. Und ArrayLists können einen klonen. Da muss ich ja nicht viel tun. War ich so in Gedanken, habe das so ein bisschen runtergehackt und habe festgestellt, nee, ist leider doch nicht so einfach. Ne? Und jetzt ist hier die Clone-Methode und die ist jetzt doch auch schon wieder eine komplette Seite lang geworden. So, was tue ich denn da? Also, ja, ich erzeuge einen neuen Graphen. Ne? Vielleicht nochmal, die Clone-Methode ist eine Protected-Methode in Object. Man kann Erben und die Sichtbarkeit ändern und die kann man überschreiben. Was man nicht ändern kann, ist der Rückgabetyp. Ja, dass man so generische Parameter, so ein T in gespitzten Klammern hatten, gab es zu der Zeit noch nicht, als diese Clone-Methode definiert wurde. Und dementsprechend kann das nur Objekt zurückgeben, muss man nachher nochmal casten. Egal. Also wir erzeugen einen Klongraph. Ne, der ist am Anfang leer. Jetzt müssen wir tatsächlich eine Schleife machen. Oh, ich werde hier rausgeschmissen. Mal gucken, wie lange noch. Naja, ich bin bis Viertel vor, kann ich noch. Ne, sind noch 12 Minuten. Ey, Alter. Na? Boah. Haben es auch extra vorverlegt. So, Klonen schaffen wir heute noch und dann machen wir Schluss. Also genau diese eine Methode hier noch. Jetzt mache ich tatsächlich eine Schleife über alle Knoten, ne, weil ich gesagt habe, ja, die Knoten, da könnte ich das doch jetzt machen. Also, wenn ich auf dem Knoten-Node eine Klon aufrufe, das könnte man schon tun, dann kriege ich ein neues Node-Objekt, ja, aber die Attribute werden nicht mit kopiert. Ne? Was bei Strings kein Problem ist, weil die sind eh immutable. Aber ein Knoten hat bei uns eine Attributliste. Ah, das funktioniert so nicht. Die muss ich extra klonen. Ne? Und die Attributliste, da stand immer Attributname, Attributwert, viele, viele Paare hintereinander drin. Ne? Das ist eine ArrayList. Weswegen ich jetzt für jeden einzelnen Knoten hingehen muss. F10. Und zwar sind das die Knoten im Originalgraph und ich bin hier im Graph, in der Klasse Graph. Das heißt, das ist im Prinzip this. Ich frage meinen NodeSet, gib mir mal this.getNodeSet, das sind alle Originalknoten. Mach mir für jeden Originalknoten einen Clone-Node. Und dann frage ich den Originalknoten, gib mir mal deine Attrilist, das ist eine ArrayList. Und auf der ArrayList mache ich einen Clone. Ja, und das ist so eine Shallow-Copy, die da erzeugt wird. Das ist wieder eine ArrayList auf Objekt. Das ist schon mal gut. Und die Einträge waren Strings. Die brauche ich nicht kopieren, weil die sind immutable. Oder irgendwelche anderen Values, die aber auch irgendwie primitiv sind. Also Integers oder irgendwie sowas. Die Integer, die ändern wir eh nie. Deswegen können wir das hier so machen. Ne? Und das heißt, die ArrayList kann ich in einem Schritt klonen mit dem Klonen von ArrayList. Ne? Genau. Und dann frage ich, dann brauche ich eine SetArrayList-Methode. Das hieß vorher GetProperties, jetzt heißt es Set und GetArrayList. Und die SetArrayList-Methode ist, glaube ich, auch neu, aber es ist jetzt nicht so, das kriegt ihr hin.
Aha, und einmal muss man casten, weil das Klon halt ein Objekt zurückliefert. Okay. Und dann trage ich den Klon-Knoten, der jetzt ja seine Attribute hat, in das Nodeset von meinem Klon-Graph ein. Ne, und das macht hier diese erste Schleife. Und dann haben wir das. F5. Jetzt hat der Klon-Graph hier ein Nodeset und da sind Wolf. Ah, ne, man achtet darauf, hier sind neue Nummern. Originalgraph. This, 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 this. Nodeset. Chaka. Callstack, mach dich mal weg. Ne, da haben die, das ist der Startgraph, da haben das die Nummern 1 bis 6. Hier haben wir jetzt Nummern 13 bis 18. Wichtige Information, ne? Die geklonten Objekte haben natürlich neue IDs, weil wir die Nummern ja für alle E-Noten fortlaufend mit so einer Static-Konstante irgendwie immer hochziehen. Ne? Unabhängig davon, in welchem Graphen ich gerade bin. Das ist cool, weil uns das unfassbar helfen wird, zu wissen, welcher Knoten gehört zu welchem Graphen. Wunderschön. So, und jetzt kommen die Ketten. Na, und da habe ich tatsächlich auch gesagt, ach, sagt er, die Kanten, das ist ja auch so eine Array-List mit Source-Knoten, Label, Target-Knoten. Hey, das kann ich doch auch mit einem ArrayList.clone machen. Ha, habe ich tatsächlich gemacht, da kommen lustige Dinge raus. Halt, na, wir haben jetzt Kanten aus dem alten Graphen. Daraus müssen wir Kanten in dem neuen Graphen machen und im neuen Graphen haben Source und Target neue Nummern. Das heißt, das müssen wir nachgucken. Und das ist eine schöne Lernchance. Weil wir jetzt rauskriegen, hey, wie kriege ich denn eigentlich, wenn ich einen alten Knoten habe, die Nummer von dem neuen Knoten raus? Ja, und das kriege ich über den Index im Nodeset raus, weil die Indizes in beiden Sachen gleich sind. Das heißt, was ich mache ist, ich mache eine Schleife über alle Kanten. EdgeSet, das ist mein eigenes, das ist der Originalgraph. Da hole ich mir die Kante raus. Das heißt, das hier ist ein Originalknoten. Source Label Target. Dann frage ich das Original Nodeset, gib mir mal den Platz, eine Indexnummer in diesem Nodeset, das ist ja eine ArrayList. Und dann frage ich den Klongraphen, hey, gib mir mal dein Nodeset und gib mir da mal den Knoten, den du jetzt dahin kopiert hast. Also gib mir da mal und an diese Stelle, wo Source Index ist. Und das ist, also als Softwaretechniker habe ich ein Problem damit, über Indizes zu rechnen. Die KIler machen das die ganze Zeit mit ihrem Python-Scheiß und funktioniert einfach. Nur war ich jetzt, habe ich gesagt, naja, na gut, dann machen wir es halt mal so. Ne? Also zwei Arrays, wo ich dann sage, das eine ist der Key für das andere, eigentlich hätte ich lieber eine Hashmap. Ne? Aber hey, so geht's auch. Ne? Also ich hätte normalerweise, ich glaube, letztes Jahr habe ich eine, oder vor 2 Jahren habe ich eine Hashmap gemacht, habe ich gesagt, hey, da ist dann das Original, der Key und der Klon ist der Value in so einer Hashmap oder in der Map. Naja, ja, so geht's auch. Ne? Wir können das hier mit den Indizes machen. Wir machen das die ganze Zeit schon mit den Indizes. Warum denn bitte schön nicht? Ne? So dass ich dann eine Klon-Source und eine Klon-Target habe und dann mache ich im Klon-Graph ein Create-Edge und trage das da ein. Wunderschöne Sache das. Und wenn ich das tue und gehe hier raus, chaka, chaka, chaka. Nein, nicht, ja doch. Dann mache ich hier anschließend so einen Klongraph draw und dann mache ich Klongraph next graph number plus plus. Das heißt, am Anfang ist die next graph number, die habe ich irgendwo hier vorne eingeführt. Next graph number. Iha. Das ist nicht die richtige Stelle, verdammte Hacke. Warum fange ich da wieder mit 1 an, wenn ich die nächste Regel habe? Das ist total falsch. Das gehört mal ungefähr dahin. Na, also vor das hier oder noch höher. Irgendwo da. Okay. Control Save. Hier einen Breakpoint setzen, da den Breakpoint mitnehmen, neu starten. Kommt nicht mehr dahin. Stoppen. Irgendwas ist schief gegangen. Neu starten. Ah, jetzt läuft er. Chaka! Na? Jetzt sind wir hier beim Klongraph. Das waren irgendwie die drei Matches. Wunderbar. Jetzt ist er für den ersten Match dabei, den Klongraph zu erzeugen. Chaka!
Ah, jetzt macht er dieses Draw, das dauert unfassbar lange. Und der Next Graph Number ist jetzt 2 war, also vorher 1. Das heißt, wir können jetzt hier gucken. Der Klongraph 1, mach mir mal den View auf. Das ist die Fälschung. Und nein. Startgraph, das ist das Original. Ne? Und irgendwie sehen die sich ähnlich. Toll, ne? Nur die Nummern haben sich geändert. Ne? Aus dem 1er ist der 13er geworden. Hey, ich glaube, das hat funktioniert. Ne? Und besser wird mein Tag heute nicht mehr. Soweit wäre es schön, wenn wir bis nächste Woche kommen. Und dann können wir uns nächste Woche, tschakka, 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 sag ich nochmal den Debugger, tu den hier mal mit hier hin. Aha. Zeig nochmal den Callstack, zeig nochmal Main, Test Mission. Ha. Was war, oh, das könnten wir noch schaffen. Ja, wir haben noch 5 Minuten, oder? Verrückt, 4 Minuten. Jetzt haben wir den Graphen geklont. Ihr erinnert euch. Ne? Jetzt haben wir ja hier diese Row, das war diese Zeile aus unserem Ding. Das ist als Werte 5, 4 und 1 sind noch Knoten aus dem Startgraph eingetragen. Das müssen wir jetzt ersetzen durch Knoten in dem Klongraph. Ihr erinnert euch. Ne? Wir wollen ja unsere Regel anwenden auf einen Match in dem geklonten Graphen und nicht mehr in dem Originalgraphen. Jetzt haben wir den Originalgraphen, den Startgraphen geklont. Jetzt müssen wir die Regel, die Match noch auf umbiegen, dass der nicht mehr auf den Originalgraphen zeigt, sondern auf den Klongraphen zeigt. Weswegen wir eine Klonrow bauen, dann eine Schleife machen über alle Einträge in der Originaltabelle. Da muss man jetzt aufpassen, da gibt es Knoten in dieser Tabelle und da gibt es so Label in dieser Tabelle, dass wir die Label nicht versuchen, irgendwie in der Node-Z wiederzufinden. Weswegen wir, hey, next, next, gucken, ist das der Eintrag in meiner Tabelle? Ne, row war ja row, 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 row the boat. Das war ja hier in der nullten Spalte die Fünferbank. Dann kam es hier den String 4, 1. Ja, passt genau. Und dann nochmal Boot. Ne? Zu Hause lange drüber nachdenken, warum das Boot in der letzten Spalte ist. Aber da habe ich gestern dran geknobelt. Bisschen, ja, es ist richtig so. Also, wie wir es gebaut haben, ist nicht gut so. Aber ja, ist so. Und da müssen wir nochmal dran schrauben. Das muss weiter nach vorne. If org instance a node. Ja, das ist jetzt hier in dem Fall der Fall. Dann machen wir wieder diesen Trick. Ne? Wir gucken im Node-Set nach, was hat das Ding für einen Index, wissen, dass der Klon-Node den gleichen Index hat und gucken dann dem Klongraph-Node-Set nach unter dieser neuen Indexnummer und dann kriegen wir den Klon raus. Na, und der Klon-Node ist dann dieser 17er-Knoten. Und das Orig-Knoten, ich bin so gut wie fertig. Orig, 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 weiß ich nicht mehr. Ah. Orig, wo ist Orig? Zeig dich Orig. Orig ist der Fünfer. Na, und da gucken wir nochmal nach. Der Fünfer ist die Bank und im Klongraphen ist das der 17er. 17, Klonnode 17. Hey, das hat funktioniert. Ich bin total begeistert. Hat er richtig gemacht. Cool. Ne? Können wir also weitermachen. So, dann fügen wir das hinzu. Und wenn es gar kein L-Node ist, dann fügen wir das hier hinzu. Und dann passt das. So, tschakka, 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 tschakka. So, jetzt haben wir prinzipiell die Klonnummer richtig zusammengebaut. Und dann machen wir Load Cargo Apply. Das soll auch so ein Lambda werden. Ich brauche aber 4 Parameter, den Arbeitsgraphen, die Regel und Callnames. Und das machen wir einfach alles nächste Woche, weil da startet schon Natascha mit den Hufen, weil die jetzt hier rein möchte. Danke für die Aufmerksamkeit. Alles soweit nachvollziehen und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.